Ja, einen wunderschönen guten Tag heute zu meinem heutigen Review mal wieder. Ich habe hier mal was Mist, unglaublich bereich ist. Hallo und Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Review. Powerbanks auch. Ich gucke jetzt gerade mal kurz bei Amazon nach. Hallo, Bildschirmtastatur. Da. Amazon.de. Bessere Preise hochdrucken. Ja, jetzt sind gerade meine Akkus alle gegangen. Entschuldigt kurz. Gut, dass ich hier oben keine Batterien zum Nachfüllen habe. Das wird wieder ein Outtake-Video geben. So, Nummer 1, Nummer 2, rein. Entschuldigt kurz. So. Alles. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss und ich wünsche euch auch alle, falls ihr das Video jetzt noch seht, schöner Sommer. Ich wünsche euch jetzt allen einen noch schönen. Ach Mann. Und jetzt wünsche ich euch noch allen schöne Sommerferien, falls ihr nicht schon gehabt habt. 2 ist das, glaube ich. Oder 2.1? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Ja, das ist so ein ganz kurzer Überblick darüber, was ich alles habe. Böhringer Moment. Böhringer. Genau. Ein Böhringer auf jeden Fall so ein Böhringer Mischpult mit 2102 USB. Also vielleicht merkt die Kamera ist ja noch früh genug. Also wir haben der Widerstand ist größer geworden und dadurch die Batterie oder der Akku schon fast voll ist. Deswegen wird der Widerstand größer und dadurch wird weniger. Ja. Ich sollte mir das mit dem Physikleistungskurs nochmal überlegen. So, Achtung! So. Oh. Also, ich habe mich nochmal schlau gemacht wegen der Ladekurve. Vergiss alles, was ich bisher zu dieser Ladekurve gesagt habe. Ich habe mich nochmal, wie gesagt, ich will jetzt überhaupt nichts Falsches sagen. So ein intelligentes Ding eingebaut wie Akkustation. Wer ist denn das Ding? Die Powerbank. Also natürlich hat die